Mit der Seriendruckfunktion lassen sich nicht nur Serienbriefe erstellen, sondern auch Etiketten. Dazu ist es notwendig, im Laden einen Etikettenvordruck zu kaufen. Das sind so Klebezettelchen, die muss man in der richtigen Seite in den Drucker reinsetzen und dann, wenn die bedruckt werden, kann man sie abziehen und auf den Brief draufkleben. Ich habe wieder eine Datenquelle vorbereitet. Eine Excel-Tabelle. Hier sind die fertigen Adressen schon drinnen. Und es ist das gleiche Vorgehen wie beim Seriendruck. Diesmal sage ich allerdings nicht Briefe, sondern Etiketten. Dann kann ich hier schon einstellen, einmal welchen Drucker habe ich. Endlosdrucker wird heute eigentlich kaum mehr verwendet, sondern mehr die Seitendrucker. Dann die Etikettenhersteller. Je nachdem, was ich gekauft habe, kann ich mir eine Firma hier einstellen. Und hier geht jetzt ein Feld auf. Man sieht hier praktisch nichts. Es ist eine große Tabelle. Das ist praktisch die Begrenzung dieser Klebeetiketten. Ich mache hier mal die Gitternetzlinien an. Also auf dem Klebeetikett ist praktisch die Linie dieser Tabelle die Schnittkante. Das heißt, dieses Feld kann man abziehen und dann auf den Brief draufkleben. Unsere Aufgabe ist jetzt einfach Sendungen, Empfänger wählen, vorhandene Liste verwenden. Hier suche ich wieder meine Adressen. Datenquelle Etiketten. Es ist in der ersten Tabelle zu finden. Und hier sieht man schon, wie das Ganze funktionieren soll. Hier in dem ersten Feld baut man praktisch die Adresse auf. Also ich kann jetzt hier einfach meine Adresse aufbauen. Postleitzahl und dann der Ort. Aufpassen auf die Leerzeichen. So, und wenn ich das habe, kann ich schon mal die Vorschau anschauen. Mir passt der Zeilenabstand noch nicht. Den stelle ich hier auf 0 Punkte. So, und dann, wenn ich hier auf Etiketten aktualisieren klicke, dann habe ich auf dem ganzen Blatt die ganzen Adressen aus der Datenquelle. In meinem Fall waren es nur drei Adressen, also habe ich jetzt nur drei Adressen auf diesem Klebeblatt. Wie gesagt, man druckt es jetzt einfach aus und zieht dann diese Felder ab und klebt sie auf die Briefe drauf.